Ja, Shalom zusammen und gottesreichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem kleinen Video hier live aus Zypern, auch wenn es jetzt kein Livestream ist. Ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen und zwar erstmal eine kleine Info an die Kanalmitglieder. Vielen Dank erstmal für eure Unterstützung, dass ihr eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt. Und mir ist aufgefallen, dass viele gar nicht davon Gebrauch machen, von dem Vorteil, den diese Kanalmitgliedschaft bietet, nämlich es gibt ja knapp 25 Videos, glaube ich, die noch nicht online gestellt worden sind, aber sich im Community-Bereich befinden. Das heißt, wenn ihr Kanalmitglieder seid und auf meinem Profil auf YouTube geht, auf meinem Hauptkanal Endzeit Reporter MCM, dann könnt ihr unter Community auch diese neuen Videos bereits vorher sehen, bevor sie online gestellt worden sind. Davon machen wenige irgendwie Gebrauch. Deswegen dachte ich mir, mache ich euch nochmal darauf aufmerksam. Und dann wollte ich noch mitteilen, dass morgen ein Video online kommen wird. Ich meine, über den Israel-Konflikt oder den Gaza-Konflikt, wie auch immer man das nennen will, gibt es ja viele, die darüber berichten und die ihre Meinung dazu sagen. Und natürlich hat das auch Pierre Vogel getan, unter anderem auf TikTok. Und deswegen wird es morgen ein Video geben zu den Aussagen von Pierre Vogel über den Konflikt im Gazastreifen. Und er hat zum einen als Beispiel das Argument gebracht, ja, aber das ist doch genauso wie damals die Amerikaner mit den Indianern oder die Australier bei den Aborigines oder bei den Azteken. Da hat man ja deren Land gestohlen. Also die Amerikaner haben den Indianern das Land gestohlen, die Australier haben damals den Aborigines das Land gestohlen. Und natürlich, das kann man auch so tatsächlich bewerten. Das kann man sehen, wie man möchte. Kann man auch kritisch sehen. Tue ich eigentlich auch. Die Sache ist allerdings, was Pierre Vogel nicht versteht, Gott hat keinen Bund mit den Indianern geschlossen, keinen Bund mit den Azteken, den Aborigines oder irgendwelchen Eskimos, sondern mit Israel. Und in der Bibel wird ja prophezeit, dass Gott auch den Juden ihr Land wieder zurückgeben wird, einschließlich den 10 verlorenen Stämmen, die auch wieder zurückkommen werden. Und auch der Gazastreifen wird laut dem Propheten Zephania dem Haus Juda übergeben werden. Das kann jetzt durch den Gazakrieg geschehen oder erst in Zukunft, aber es wird geschehen. Ob das jetzt Pierre Vogel gefällt oder nicht, spielt dementsprechend erstmal keine Rolle. Also das Video Pierre Vogel über Israel, da werden wir mal drauf eingehen, auf seine Aussage, dass Israel den Palästinensern das Land gestohlen haben, das sehe ich natürlich anders und das sieht auch Gott anders anhand der Bibel, wie ich dann deutlich machen werde. Dann gibt es noch zwei andere Videos, die demnächst online kommen werden. Zum einen das Video, ist Jerusalem doch die Hure Babylon? Es gibt ja einige Christen, wie zum Beispiel der Bruder Steve Okunola, die gehen davon aus, dass die Stadt, die große Stadt Babylon, erwähnt im Buch der Offenbarung, dass das Jerusalem sein soll. Da schauen wir uns mal ein paar Argumente dafür an, aber auch eindeutige Beweise, dass es eigentlich unmöglich ist, dass Jerusalem die Hure Babylon ist. Und das Video wird auch demnächst online kommen. Und dann noch ein Video mit einem sehr provokanten Titel, das ich jedem Christen ans Herz legen will. Und das ist ein Video speziell für die Christen. Nämlich, das Video wird heißen Hamas im Christentum. Klingt erstmal sehr provokant und ist es teilweise auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das auf jeden Fall dann anschauen werdet. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank auf jeden Fall an alle, die meine Arbeit unterstützen. Wir leben in gefährlichen, in prophetischen Zeiten. Man weiß nie, an welchem Tag jetzt die nächste Prophezeiung sich erfüllt, aber wir sehen, die Bibel ist das wahre Wort Gottes. Wir sehen vor unseren Augen Dinge, die Gott vor Jahrtausenden prophezeite und das macht den wahren Gott aus. Er sagt nicht nur, was bereits geschehen ist, was geschieht, sondern was noch geschehen wird. Und das gibt es in keinem anderen Buch der Welt, denn es gibt nur einen Gott, das ist der Gott der Bibel. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank, wie gesagt, an alle, die meine Arbeit unterstützen. Möge euch Gott reichlich segnen und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das Wahr ist und bleibt unser Herr und König, Jesus Christus. Amen und Shalom aus Zypern.